Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr am besten einen Film in einer analogen Spiegelreflex wie dieser Canon AE-1 Brokeram einlegt. Das Prinzip ist bei den meisten SLR-Kameras ähnlich. Eingelegt wird entweder ein 24 oder 36 Bilder Film mit 24 x 36 mm Größe. Es gibt auch 12 Bilder Filme, die sind aber selten geworden. Diese Filme hier sind sehr günstig. Und es gibt nur eine Angabe über die Lichtempfindlichkeit, hier entweder mit 200 oder 400 ISO. Laut der Verpackung ist der 200 ISO Film universal einsetzbar und besonders gut für Porträtaufnahmen. Er soll sich auch für Innen- und Außenaufnahmen eignen. Teurere oder ältere Filme sind nur für einen Lichttemperaturbereich bestimmt. Der hier sogenannte Actionfilm mit 400 ISO ist für dunklere Umgebungen und das Fotografieren von schnellen Motiven ausgelegt. Angaben über die Auflösung, bei Filmkörnung genannt, gibt es hier nicht. Der Film wird zusätzlich nochmal von einer solchen Dose vor Witterung und anderen Gefahren geschützt. Die Dosen eignen sich übrigens auch sehr gut für die Aufbewahrung von kleinen Kabeln, Mikrofonen oder Ersatzschrauben. Um den Film in die Kamera einzulegen, müssen wir erst die Kamera auf eine möglichst hohe Belichtungszeit einstellen. Zum Beispiel eine 1000stel Sekunde. Danach lösen wir sie einmal aus. Dann öffnen wir die Kamera. Wenn jetzt noch ein Film in der Kamera liegt, muss er erst komplett in das Filmgehäuse zurückgespult werden. Um die Kamera zu öffnen, klappen wir den kleinen Zurückspulhebel aus, ziehen daran die ganze Rückspulachse aus dem Gehäuse und dann ziehen wir die Rückspulachse noch ein Stück weiter, bis die Rückseite mit einem Klacken aufspringt. Nun können wir die ganze Rückseite aufmachen und man hat einen guten Blick auf das Innenleben der Kamera. Der Transportmechanismus auf der rechten Seite, die Filmkammer auf der linken Seite und in der Mitte der Verschluss, welcher durch kurzzeitiges Wegleiten die Belichtung bestimmt. Jetzt schieben wir die Spitze des Films mit der abgeschnittenen Seite nach oben in eine der Spalten in der zweiten Rolle. Es ist wichtig, dass der Film auf der unteren Seite sauber in den Zähnen der zweiten Rolle liegt. Auch in der anderen Rolle müssen die Zähne in die Filmperforierung passen. Dann ziehen wir die Filmkassette so weit nach links, bis sie in die Filmkammer fällt. Mit ein bisschen Druck auf die Filmkassette prüfen wir, ob der Film transportiert wird. Dazu ziehen wir einmal langsam den Spannhebel heraus und schauen, ob der Film von den Rollen transportiert wird und um die zweite Rolle gewickelt wird. Funktioniert das nicht, muss der Film noch sauberer eingelegt werden. Dann drücken wir das Gehäuse bis zum Einrasten zu. Danach können wir die Rückspulachse wieder in die Kamera zurückschieben. Eventuell muss man die Achse etwas drehen, bevor man sie ganz hineinschieben kann. Jetzt löse ich die Kamera so oft aus, bis der Zähler auf 0 oder 1 steht. Wer seine Kamera kennt und weiß, wie viele Bilder die Kamera braucht, um den Film sauber aufzurollen, kann schon vor 0 aufhören, um so mehr Bilder mit einem Film zu machen. Nun ist die Kamera bereit zum Fotografieren. Wer noch überprüfen will, ob der Film korrekt eingelegt ist, muss nur an dem Zurückspulhebel mit dem Uhrzeigersinn drehen, bis man einen Widerstand spürt. Dann ist der Film korrekt eingelegt. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren. Bis zum nächsten Video.